Ja, guten Morgen, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Freunde dieses Videoblogs mit einer Taube in der Bahnhofshalle. 1958 ist der Pforzheimer Hauptbahnhof eingeweiht worden. Vorher gab es 13 Jahre lang ein Provisorium an dieser Stelle am zerstörten Bahnhof. Und was Sie hier sehen, ist ein Wandrelief aus Leichtmetall, das der Münchner Kunstakademie-Professor Huber, Vornamen bitte nachlesen unten im Kommentar, 1958 geschaffen hat mit dem Titel Goldstadt an der Schwarzwaldpforte. Und ich zeige Ihnen mal, wie diese Halle damals ausgesehen hat. So, wir langen das mal. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Reflexion durch das Fenster. So hat die Halle damals ausgesehen, also gar nicht so viel anders als heute. Ein Unterschied zum Beispiel ist, Achtung, dass hier oben inzwischen Lampen eingesetzt wurden. Früher wurde die Beleuchtung nur indirekt hinter diesen Verschalungen gemacht. Also das ist ein Unterschied. Gehen wir nochmal zurück. Man sieht, dass hier eine Bücher- und Zeitschriftenabteilung war auf der linken Seite und vor allen Dingen, dass hier Sperren waren. Also man brauchte eine Bahnsteigkarte oder eine Fahrkarte, um hindurchzukommen. Das war, glaube ich, noch so bis um 1970 circa der Fall. Als Kind, ja, ich mag mich erinnern, aber nur noch dunkel, weil ich bin ja Jahrgang 65. Diese Halle ist ein echtes Musterbeispiel der Architektur, der Verkehrsarchitektur der 50er Jahre. Und auch in ihrem ganzen Schwung, in ihrer nicht, also ganz, sie wölbt sich nach oben ein bisschen, nach vorne. Also sie hat ja auch außen dieses Flugdach, das man jetzt hier schön sehen kann. Und dann diese goldeluxierten, Fenster, diese Aluminiumfenster und überhaupt eine sehr hohe Wertigkeit in der Ausgestaltung. Also bis hier unten dann zu Art Travertinsteinen, die man hier sehen kann. Und überhaupt also sehr aufwendig auch Goldpartikel in den Bereichen. Und hier, wie gesagt, zu den Zügen, das ist immer noch so, sieht man jetzt diesen Eisenbahnunfall, wie die Pforzheimer ihn getauft haben. Und das heißt eigentlich eben Goldstadt an der Schwarzwaldpforte. Diesem Künstler aus München, der übrigens mit dem Architekten hier, Helmut Conradi, gut bekannt war, weil sie sich in einem Kriegsgefangenenlager kennengelernt hatten und der auch antinazimäßig eingestellt war. In Walderstadt, glaube ich, gibt es ein Kirchenfenster von ihm aus den frühen 40er Jahren, mit das er dann doch Probleme bekommen hat. So, was man jetzt hier sieht, sind eben Schienen, die durch den Schwarzwald gehen. Und auch so goldene Pforten, also wie die goldene Pforte praktisch, die dann erst in den 80er Jahren kam. Goldene Tunnel der Schwarzwaldbahnen. Der Pforzheimer Bahnhof wurde ja zwischen 1859 so 61 dann gebaut. Und dann der Tunnel Richtung Ispringen, über den ich auch mal einen Film machen werde, als erster Tunnel überhaupt. Und hier in der badischen Region. Und das Interessante ist, man sieht hier auch noch anderes. Man sieht Tannen, man sieht Berge, die Schienen eben, Flüsse. Man sieht Fische, wenn Sie es zum Beispiel hier anschauen. Und man sieht sogar ein Bambi. Das ist quasi ein Suchbild mit einem Bambi. Und zwar hier auf der rechten Seite sehen Sie das Bambi. Können Sie es erkennen? Es ist genau in der Mitte, wo mein Finger jetzt hinkommt. Da. Da ist das Bambi. Ich ziehe da mal wieder, weil ich jetzt mit nur zwei Hände habe und eigentlich vier bräuchte. Das Ganze ist also eine Leichtmetallkonstruktion und sie ist teilweise eben vergoldet und wirklich sehr schön gemacht und entspricht dem Stilempfinden der späten 50er Jahre. Es gibt auch so Broschen in dieser Art, auch im Schmuckmuseum hier in Pforzheim. Ja, also dieser Bahnhof hat wirklich Stil, wie gesagt, diese wirklich sehr qualitätvolle Ausstattung mit den ganzen Steinen und dann eben auch den Bereich, diese kleinen Goldpartikel. Oder schauen Sie sich mal dieses Fenster an, das eben nicht rechteckig ist, sondern nach oben sich verbreitert. Ja, es gibt noch manch anderes über unseren Bahnhof zu erzählen und ich gehe vielleicht noch mal kurz einen Moment raus. Und was man hier zum Beispiel sehen kann, das ist die Pflasterung. Und die Pflasterung ist mehrfarbig. Jetzt ist das Licht so stark, dass Sie es vielleicht gar nicht erkennen. Aber ja, so ist es vielleicht besser.
Also grau, gelb, rötlich sind solche Farben. Und eigentlich sind diese grauen, die hellgrauen, grünlich. Das ist das eine. Dann haben wir hier, wie gesagt, dieses Flugdach, das also ganz elegant darüber geht. Und das in einer etwas kürzeren Variante auch in Heilbronn steht. Also dieser Bahnhof hat wirklich was Besonderes. Und es gibt ja seit einigen Jahren dankenswerterweise auch diese erklärenden Stelen, die wir hier sehen können und die ich Ihnen sehr empfehle. Auch wenn ich nicht beteiligt war an der Herstellung, sind wirklich gut gemacht von meinen Kolleginnen und Kollegen hier, denen die bei der Stadt öfters mal einen Auftrag bekommen. Und ja, da sieht man zum Beispiel auch, wie der Bahnhof ursprünglich aussah, der also 1861 gebaut worden war und der Bahnhofsvorplatz. Das war damals schon ein recht großer Bahnhof. Es war ja immerhin auch eine Industriestadt mit ungefähr 25.000, 30.000 Einwohnern damals. Um 1900 waren es dann schon über 50.000 und mit den Eingemeindungen von Brötzingen und Dilstein sogar fast 80.000 1913. Ja, also der Bahnhof ist schon eine Besonderheit. Schauen wir uns noch mal kurz hier diese Fassadengliederung an. Und dann eben auch gehen wir ganz am Schluss noch, also hier ist wirklich vieles Gold. Und vor allem, wenn Sie abends kommen und sich das abends anschauen, dann leuchtet das, dieses Gold-Eluxierte. Und dann gibt es diese kleinen Mosaiksteine, die in der Fassade sind. Schauen Sie mal, da kommt jetzt was. Das ist hier. Und auf diese Art und Weise gibt es hier mehrere. Unten hat man wenige. Wahrscheinlich aus der Angst, dass hier nichts geklaut wird. Oben sind es dann mehr. Und ganz oben das Zeichen der Deutschen Bahn. Ja, das soll es mal für heute für gewesen sein. Ich hoffe, Sie konnten den zweiten Teil verstehen, als ich draußen war. Bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Schulze. Bleiben Sie gesund.